Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heuchler und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Gepaart ist das Ganze mit einem Pet, was wir uns erspielen können, und einer Waffe, die jetzt am Anfang von Shadowlands relativ stark sein wird. Dementsprechend vielleicht ist das auch für Leute was, die nicht unbedingt nur das Achievement haben wollen. Um was geht es denn? Wir wollen uns nämlich hier eine Hand bzw. ein Schwert rausziehen. Und zwar, wo befinden wir uns? Wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 51, 48. Und hier gibt es quasi zwei Items, die wir looten können. Einmal Kummerfluch, das ist ein relativ starkes Zweihandschwert, das Item Level 180 sein müsste und einen netten Effekt hat, wenn kleinere Gegner auf einem Leben von 20% sind, werden sie einfach gewonshottet durch das Schwert. Also es wird wahrscheinlich nicht bei irgendwelchen Raid oder Dungeon Bossen klappen, aber bei normalen Mobs, die rumfliegen. Und ja, einen 180er Item Level Item als Waffe zu kriegen über einen Schatz ist schon mal eine ganz nette Geschichte. Der Effekt scheint auch relativ cool zu sein. Und zusätzlich gibt es hier auch noch einen kleinen Arm, den wir auch looten können. Und das ist ein Pet. Das Ganze kriegen wir aber nicht so leicht, weil wenn wir jetzt hier versuchen, das anzuklicken, dann können wir das nämlich versuchen rauszuziehen. Und dann kommt, dass wir nicht stark genug sind, und selbiges passiert auch, wenn wir hier das Schwert anklicken. Heißt, wir können das nicht rausziehen, weil wir zu schwach sind. Dementsprechend müssen wir ein bisschen stärker werden. Und da müssen wir jetzt einiges an Sachen zusammenklauben, um stärker zu werden. Bevor wir hier anfangen und ihr alles Mögliche hier holt, will ich euch eins sagen. Ihr braucht erstmal zwei gewisse Sachen. Erstmal, ihr müsst auf Max-Level sein, also Stufe 60. Und das zweite ist, es sollte eine World Quest offen sein. Und zwar diese World Quest, die kommt ab und an mal, also die ist jetzt nicht so selten, ein oder zwei Steine im Weg. Warum muss diese World Quest ab sein? Wenn wir hier die World Quest abschließen, kriegen wir jeweils einen Buff. Und zwar müssen wir da so Artillerie-Geschütze verteidigen. Und wenn wir das tun, kriegen wir immer einen Buff. Und der stärkt uns ein bisschen. Und wenn wir die beiden abgeschlossen haben, dann haben wir zwei Stacks. Und diese beiden Stacks, die sind tatsächlich notwendig, dass wir das hier machen können, weil wir müssen jetzt alle möglichen Buffs aus Shadowlands zusammensammeln, die uns stärker machen, dass wir die Hand rausziehen können, beziehungsweise das Schwert. Das ist der ganze Hintergrund. Also 60 müsste sein und die World Quest. Und was vielleicht doch auch nicht schlecht ist, wenn ihr den maximalen Nutzen aus dem Ganzen ziehen wollt, dann macht es vielleicht am besten noch mit einem Char, der einen Zweihandschwert tragen kann, zum Beispiel ein Worry oder sowas. Macht Sinn. Ich mache es jetzt mal mit meinem Druid, das Schwert werde ich nicht tragen können, aber das Achievement gibt es trotzdem und dementsprechend würde ich sagen, legen wir mal los an der Stelle. Das erste Item, was wir uns besorgen müssen, haben wir hier direkt bei einem Händler bei dem Theater der Schmerzen. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 53, 47 und dort haben wir einen NPC. Die schimpft sich Aularina und die verkauft uns einen Trank, und zwar Trank der ungewöhnlichen Stärke. Und den kaufen wir uns jetzt einmal. Wichtig ist, wenn ihr den Händler hier nicht habt, beziehungsweise nicht mit ihm quatschen könnt, dann müsst ihr erstmal die Quests hier freischalten. Ich glaube, hier hat man irgendwo eine Quest bekommen, die einen rüberschickt. Also dementsprechend müsst ihr hier erstmal ein bisschen questen, sodass ihr den Händler freischaltet. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann einfach den Trank kaufen und gut ist es. So, damit haben wir jetzt schon mal die erste Reagenz hier. Als nächstes müssen wir zu einem anderen Händler. Und zwar befinden wir uns jetzt hier oben bei den Koordinaten 53, 41. Und dort kaufen wir uns jetzt eine Schriftrolle. Und das ist nämlich die Schriftrolle der Teleportation, Theater der Schmerzen. Und damit können wir uns einfach hier wieder zu dem Theater zurückporten. Das wird noch relevant, weil wir später ein bisschen Zeitdruck haben. Also dementsprechend die auf jeden Fall mitnehmen. Ich zeige es euch nochmal. Hier oben ist direkt der Händler. Das ist hier der Jobby. Der kann quasi diese Schriftrolle verkaufen. Dann sind wir jetzt beim nächsten Händler und zwar einmal hier in Ravendrest. Wir sind hier auf den Koordinaten 51, 78. Das ist hier unten in der Nähe von dem Black Market Auktionshaus. Und hier haben wir die Händlerin Tatru. Und die verkauft uns hier das Fläschchen Stärke des Blutes. Und dafür müssen wir aber ein bisschen Fleisch abgeben. Ätherisches Fleisch, insgesamt 30 Stück. Das war jetzt bei mir ziemlich teuer tatsächlich. Egal, wir kaufen es uns einmal. Jetzt haben wir zwei Tränke. Einmal hier den Trank der ungewöhnlichen Stärke, Trank des Blutes und die Teleportationsrolle. Was ich euch noch empfehlen kann, holt euch Goblin-Gleiter-Sätze, wenn ihr die nicht habt. Die könnt ihr im Auktionshaus kaufen oder ihr baut die mit dem Ingi selber.
So, als nächsten Schritt müssen wir jetzt einmal zu der World Quest zurück. Und dort bin ich schon. Das ist nämlich hier ein oder zwei Steine im Weg. Und da müssen wir die beiden Artilleriegeschütze beschützen. Eins habe ich jetzt schon gemacht. Ihr seht, einen Buff habe ich schon. Und der hält 10 Minuten. Und das ist quasi dann auch unsere Deadline. Bis dahin müssen wir fertig sein. Und jetzt muss ich noch das zweite machen, bekomme dann meinen zweiten Buff. Und sobald wir das gemacht haben, müssen wir dann schnellstmöglich hier nach oben. Ich würde empfehlen, hier den Flugpunkt hier rüber zu nehmen. Ich hoffe, den habt ihr euch vorhin schon geholt. Oder ihr lauft. Ich denke mal, das müsste in den 10 Minuten auch gehen. Für den Rückweg haben wir ja dann die Portrolle. So, dann sind wir hier oben am richtigen Spot. Und zwar seht ihr hier diese S-Bahn-Rotkappen, die müssen wir einmal looten. Und sobald wir hier vier Stacks haben, können wir lostigern. Also wir sind hier oben bei den Koordinaten 76, 56. Dort habe ich jetzt diese S-Bahn-Rotkappen einmal geplündert. Hier habt ihr relativ viel Konkurrenz. Was ich euch empfehlen kann, ist einmal hier ins Tool zu gehen und dann ein bisschen Server zu hoppen. Hier bei Quest zum Beispiel rein, mal Draxus einzugeben. Dann könnt ihr hier in verschiedene Gruppen reinhoppen. Und ich habe das hier auch auf einem anderen Server gefunden. Bei mir ist relativ viel Konkurrenz. Und ihr seht schon, wenn ihr diese Dinger esst, dann werdet ihr ziemlich geslowt. So, ich habe meine vier Stacks zusammen. Wir nutzen jetzt einmal hier die Rolle, wo wir uns zurückporten können. Übrigens, das ist jetzt das zweite Mal, wo ich das probiere. Vor ein, zwei Wochen, wo ich angefangen habe, das Video aufzunehmen. Hat leider nicht geklappt, da war zu viel Konkurrenz. Ihr solltet es am besten zu einer Uhrzeit machen, wo nicht sonderlich viele Leute sind. Ich habe das jetzt gerade in der Früh das zweite Mal probiert und selbst da waren auf einigen Servern sehr, sehr viele Leute. Gut, mit dem Buff könnt ihr jetzt den Arm rausziehen. Das habe ich tatsächlich schon getan. Beim ersten Mal, wo ich quasi dann ist mein Buff abgelaufen, hier der hier. Und jetzt beim zweiten Mal, wo ich jetzt beide Buffs habt ihr seht, ich habe einmal den Buff von der Daily bzw. von der World Quest und den von den Pilzen. Kann ich jetzt auch das Schwert rausziehen, nehme meine zwei Tränke noch, eins, zwei und ziehe dann an dem Schwert und dann müsste es hoffentlich klappen. Und tada, ich habe einmal ein bisschen Gold bekommen, beziehungsweise fünf Kupfer haben wir gekriegt. Und wir haben hier das Schwert. Das bringt mir natürlich als Druid nichts. Aber es gab einmal das Achievement. Und ja, damit sind wir so durch mit dem kleinen Guide-Video. Wie gesagt, die kleine Info an der Stelle. Das Schwierigste ist tatsächlich die Konkurrenz hier oben mit den Pilzen. Meiner Meinung nach hat Blizzard das echt ein bisschen ätzend gemacht. Es spawnen sehr, sehr wenige Pilze. Und wenn natürlich die World Quest am Start ist, geiern da alle hin, holen sich die ganzen Buffs, schließen die World Quest ab und dann stacken da oben alle Leute und man versaut sich halt gegenseitig das Achievement. Das ist ein bisschen traurig, dass Blizzard die Spawnzeit so schlecht gestaltet hat. Ich habe es jetzt durch Serverhoppen hinbekommen, aber beim ersten Mal war ich auch schon ganz schön enttäuscht, habe mir alles zusammengeholt, habe mir teuer das Fleisch gekauft im Auktionshaus, um dann festzustellen, ja, da hocken 20 Leute und ich kann das Ding nicht holen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, ich kann euch als Tipp geben, versucht es wirklich zu einer Uhrzeit, zu einer unchristlichen Uhrzeit, das Ganze zu machen, beziehungsweise schaut, dass ihr am besten ein bisschen hoppt, die Server. Ich kann euch empfehlen, dass man hier oben bei Quest einfach mal Draxus eingibt und dann eine Gruppe nach der anderen durchhoppt. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.